Seite angemeldet und jedes Mal, wenn ich mich anmelde, wird die Seite eingestellt, die ich beim letzten Mal besucht habe oder aber diejenige... Ganz konkret Online-Banking zum Beispiel. Online-Banking ist ein typisches Beispiel, da werde ich eben gleich zu der Seite geführt, wo meine Kontoauszüge sind, muss nicht erst lange klicken. Das merkt sich das System über einen Cookie. Mhm. Blöder Cookie? Blöder Cookie, das Ganze funktioniert natürlich auch über verschiedene Webseiten hinweg. Wenn ich also auf der einen Webseite zum Beispiel im Buchladen mir bestimmte Bücher angeguckt habe, gehe danach auf eine ganz andere Webseite, dann finde ich plötzlich zu dem gleichen Thema, wo ich mir vorher Bücher angeguckt habe, irgendwelche Utensilien. Mhm. Ja, da wird quasi über dieses Cookie geguckt, wofür hat sich der Kunde interessiert und dann bekomme ich entsprechend weitere Hinweise oder im schlimmsten Fall eben weitere Fenster, mhm, Pop-ups und solche Dinge. Was kann ich dagegen tun? Ich kann Cookies abschalten, mhm, im Browser und zwar in der Form, dass jedes Mal, wenn ich die Webseite verlasse, die gelöscht werden. Der Nachteil ist, dann werden natürlich auch die Voreinstellungen, die so schön bequem waren, abgestellt. Also da muss man sich entscheiden. Entweder man will es bequem, ja, oder eben sicher. Und der Superfreak könnte auch noch händisch bestimmte Cookies, richtig, zulassen das und geht andere natürlich nicht. Auch. Das ist dann die Kür. Da sucht man sich wirklich raus, welche Webseite darf was machen. Das kann man einzeln einstellen. Einigen wir uns auf so einen Daumen? Einigen wir uns auf den mittleren Daumen, ja. Gut, und dann geht's weiter mit dem nächsten Mythos, bitteschön. Mythos Nummer 4. Das dauert. Irinas Internetverbindung ist einfach viel zu langsam. Vor allem, wenn sich Irina große Dateien herunterlädt. Oh je. Der Nachbar von Irina hat eine viel schnellere Internetverbindung. Zum Glück ist die nicht verschlüsselt und deshalb kann sich Irina ganz bequem einwählen und beim Nachbarn mitsurfen. Da geht der Download natürlich rasend schnell. Doch. Herr Schnurrer, darf ich eigentlich fremde Internetverbindungen benutzen, wenn sie nicht verschlüsselt sind oder ist das verboten? Ja, verboten ist das nicht. Insofern geht der Daumen für diesen Mythos herunter. Ist nicht verboten. So. Aber ist natürlich nicht die feine englische Art. Wenn ich Schaden verursache, Kosten verursache, muss ich dafür gerade stehen. Ja, schlimmer. Machen wir es doch mal andersrum. Jemand, der heutzutage mit einem unverschlüsselten WLAN-Netz arbeitet, ist, ich will nicht sagen, selbst dran schuld, aber handelt ja irgendwie fahrlässig. Meiner Meinung nach grob fahrlässig, denn er haftet für alles, was über seinen Internetanschluss passiert. Wenn da also jemand vorne vorbeifährt, sich über sein Internet schlimme Dinge herunterlädt, das kommt raus, dann ist der Inhaber dieses Anschlusses schuld. Insofern sollte man heute sein Internet, sein WLAN einfach sauber verschlüsseln mit einem sicheren Verschlüsselungsverfahren. Und dann nennen Sie mir bitte mal das zurzeit gängige, sichere Verschlüsselungsverfahren. Das ist WPA2, ist so das Übliche, was man da verwendet. Das ist gängigerweise gesagt noch nicht geknackt. Mhm. Das heißt also wirklich selber darauf achten. Ansonsten, richtig, wenn ich irgendwo eins finde. Klar kann ich da natürlich mich einloggen, kann das nutzen. Sollte dabei natürlich keine Kosten und keinen Schaden verursachen. Nee. Aber eigentlich sollte man sein Internet nicht mehr offen lassen. Gut, und dann kommen wir jetzt zum letzten, zum fünften Mythos. Unser Mythos Nummer 5. Bei Irina haben gefährliche Sonnenstrahlen keine Chance, denn Irina schützt sich mit Hut, Brille und Sonnencreme. Doch was ist eigentlich mit der Strahlung von Irinas WLAN-Router? Herr Schnurrer, ist WLAN-Strahlung eigentlich auch gefährlich? Ja, da muss ich als E-Techniker ja erstmal ein bisschen einschreiten. Es gibt gar keine WLAN-Strahlung. Das sind elektromagnetische Felder und damit keine Strahlen. Nichtsdestotrotz sind diese Felder beim WLAN sehr schwach, also etwa ein Zehntel von dem, was ein normales Handy produziert, und gelten gemeinhin als nicht schädlich. Aber Sie haben ja auch für Sicherheit gesorgt, Herr Schnurrer. Ja gut, okay. Der kleine Scherz mit den Aluminiumhütchen sei uns mal verziehen. Ja, ich verstehe ihn zwar nicht, aber ich lache gern mit, also klären Sie mich auf. Der Freak von Welt schützt seinen Kopf vor außerirdischer Ausspähung und ähnliche Dinge und Strahlung natürlich durch solch eine formschöne Mütze. Da kann jetzt keine Strahlung mehr durch. Oh ja. Aber Sie sehen schon, es sieht nicht nur albern aus, sondern es ist auch ziemlicher Blödsinn, zumindest wenn es um WLAN geht. Okay, wie sieht es aus mit Handynetzen bzw. auch den Handymasten? Also beim Handy selber ist es ja extra so eingerichtet, dass das Handy, ich sage jetzt mal trotzdem, strahlend, und zwar nicht zum Kopf hin, sondern vom Kopf weg. Da ist die Sendeleistung extra so eingerichtet.
Im Übrigen ist die Sendeleistung vom Handy relativ schwach, also auch die gilt allgemein als ungefährlich. Der Mast? Beim Mast ist es ein bisschen anders. Wenn ich dort genau in dem Ausstrahlungskegel drin liege, dann ist das durchaus nicht unerfreulich, nicht erfreulich. Ich sollte also dann versuchen, da was dagegen zu unternehmen. Das sollte ich lassen. Also muss man vielleicht wissen, wenn das mal ein Hochhaus ist, da ist so ein Mast drauf, dann strahlt er im Prinzip in so einer, oder ich mache das mal hier so in die Kamera, in so einer Form. Ja, also genau, so der ist quasi keulenförmig ausgerichtet. Keulenförmig vom Mast. Und gefährlich wäre es also, wenn ich genau auf der gleichen Ebene wie diese Antenne bin, dann bin ich ziemlich sicher in der Strahlungskeule drin. Das sollte ich besser nicht tun, dann kann es gefährlich werden. Dankeschön. Und damit kommen wir zu unserem Computer-ABC. Heute haben wir gefragt, was ist denn HD-Audio? Ja, das gibt es beim Fernsehen, ne? Aber ich weiß nicht, was das ist. High Definition ist für Bild und Audio halt Ton. Hat aber nichts mit Full HD zu tun, oder? HD Audio? Wenn man jetzt irgendwas abspielt und dann rauscht es immer noch ein bisschen im Hintergrund, dann ist es eine ziemlich schlechte Audioausgabe. Und wenn das aber dann weg ist, dieses Rauschen, dann ist es wahrscheinlich irgendwie so ein HD Audio. Also es ist beim Audio mit einer hohen und tiefen Stimme, oder wie? Und dass man das dann über diesen Grenzwert dann bestimmen könnte, wenn man diese Begriffe verwendet, ab wann irgendwas LD ist und ab wann irgendwas HD ist. Nee, ich habe aber die Schilder da drin gesehen in dem Laden. Da waren ganz viele HD-Audio-Schilder, das da darauf hingewiesen hat. Aber ich habe mich jetzt selber damit nicht schlau gemacht, weil es mir noch alles zu neu und zu teuer. In 2 Jahren können wir drüber reden, wenn das ein bisschen günstiger geworden ist. Ja, HD-Audio, darüber kann man durchaus schon heute reden. High-Definition-Audio, es ist nichts anderes als, wenn man so will, die Fortschreibung des guten alten HiFi-Standards. Da kommt jetzt eben räumlicher Klang mit dazu, 7.1 Raumklang. Das heißt, ich habe 7 Lautsprecher und noch einen Subwoofer, 192 kHz Bandbreite und so weiter. Okay, 7.1 Raumklang, das bedeutet 7? Ich habe 7 Lautsprecher, die im Raum verteilt sind. Eins. Und einen Subwoofer, also einen Tieftöner noch dazu. Ich kann immer dieses Ding wieder zusammenklappen. Mensch. Ja, das ist auch schwierig mit dem HD-Audio. Es wird im Wesentlichen eingesetzt beim PC. Da ist es eigentlich heute Standard. Alle modernen PCs unterstützen eigentlich HD-Audio. Ich kann aber nach wie vor einen klassischen Stereo-Lautsprecher anschließen oder eben auch Kopfhörer. Dankeschön, Herr Schnur. Man hört ja immer so viel vom gläsernen Menschen im Netz. Und manche werden dann sagen, ja, mich betrifft das nicht. Von mir steht nichts im Netz, was ich da nicht haben möchte. Hat auch der Mann gesagt, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Der hat uns angeboten, bitte recherchiert über mich im Internet. Filmt alles, was ihr da findet. Filmt mich. Zeigt den Film. Als wir ihm dann die Rechercheergebnisse präsentiert haben, hat er sich's anders überlegt. Dies ist ein Experiment. Alles, was Sie hier sehen, ist genauso passiert. Das Ergebnis hat unseren Probanden so schockiert, dass er die Veröffentlichung verbieten wollte. Um ihn geht es, den Vertreter eines sehr bekannten IT-Unternehmens. Nennen wir ihn Stefan. Und das ist der Journalist Markus Lindemann. Gemeinsam mit ihm haben wir uns die Aufgabe gestellt, auf ganz legalem Weg alles über Stefan herauszubekommen. Alles, was der öffentlich ins Netz gestellt hat. Also bei der Person, die wir ausgewählt haben, wussten wir, dass wir zumindest ein paar private Dinge finden können. Aber dass wir letztlich so viel gefunden haben, hat uns selbst erstaunt, weil quasi alles, was wir probiert haben, funktioniert hat und wir nach und nach immer mehr gefunden haben. Etappe 1: Suchmaschinen. Wir finden zunächst Banales, vor allem berufliche Details. Stefans Werdegang von der Schule bis zur heutigen Anstellung lässt sich mit ein paar Klicks schnell nachvollziehen. Doch dann tauchen erste private Fotos auf, von Frau und Kind, außerdem Namen von Freunden. Nun haben wir erste wichtige Erkenntnisse, doch wir wollen natürlich mehr erfahren. Etappe 2: Soziale Netzwerke. Die Kontaktbörse Facebook nutzt Stefan offenbar nur für berufliche Zwecke. Kein Problem, denn mehr Erfolg haben wir bei Twitter. Hier finden wir viel Privates und vor allem Stefans Pseudonym, den sogenannten Nickname. Bingo. In vielen solcher Recherchen ist der Schlüsselpunkt, wenn ich es schaffe, ein Nickname mit dem realen Namen einer Person in Verbindung zu bringen. In dem Moment, wo ich diese Brücke schlage, habe ich eine Brücke in das Privatleben dieses Menschen, weil den Nickname man typischerweise verwendet für Dinge, die man nicht mit seinem Namen kennzeichnen möchte. Wir geben Stefans Pseudonym in eine spezielle Suchmaschine ein
und sind erstaunt, in wie vielen sozialen Netzwerken er sich herumtreibt. Ab jetzt werden wir von Fotos nur so überschüttet. Stefan als HSV-Fan oder als Verkehrsraudi. Das Blitzerfoto hat er selbst ins Netz gestellt, samt kompletter Autonummer. Schlau ist das nicht. Hier erfahren wir, Stefan trinkt gern Bier und hat offensichtlich ein Kleinkind. Stefans Urlaubsdomizil. Und hier heiratet er. Eines von dutzenden Hochzeitsfotos. Jetzt sind wir wirklich neugierig geworden, kombinieren Fotos, Quellen und Kommentare miteinander, die Stefan zu Hunderten ins Netz gestellt hat. Wir sind einigermaßen fassungslos, was wir alles erfahren. Und so sind wir zum Beispiel zu dem Schluss gekommen, dass dieser Mensch 3 Kinder hat, was er auch offen sagt, aber dass die wohl von 3 verschiedenen Beziehungen stammen. Das sind Informationen, die wir nur aus Fotos gewonnen haben. Das steht nirgendwo. Auch seine Adresse finden wir heraus. Stefan hat Foto- und GPS-Daten ins Netz gestellt. Immer besser lernen wir Stefan kennen, wissen, was er privat macht, wie er tickt, wie er lebt. Wir machen einen letzten Rechercheausflug ins Netz. Kein Problem, Stefans Wohnung zu orten. Wir haben ja schließlich seine Adresse. Auch in welchem Stockwerk er und seine Familie leben, finden wir schnell heraus. Wie sieht's drinnen aus? Gediegen. Fotos haben wir genug von ihm. Und vor dem Haus? Natürlich sein Auto. Kennen wir ja schon. Vom Blitzerfoto. Wir beenden unsere digitale Spurensuche an diesem Punkt, denn wir haben wirklich mehr als genug gesehen. In dem konkreten Fall ist es wirklich erstaunlich, was wir alles gefunden haben. Wir haben mehrere Fotoalben, wenn Sie so wollen, der Familie. Wir kennen alle Hochzeitsgäste. Wir waren auf Bildern bei der Taufe des Kindes dabei. Wir haben die Familie im Urlaub begleitet. Wir kennen den Freundeskreis, die Eltern, die Schwiegereltern. Wir wissen, mit welchem Auto die fahren, wo sie wohnen, aus welchem Möbelhaus die Möbel kommen, mit denen sie eingerichtet sind, welche Spiele gespielt werden. Eine ganze Menge privater Details und auch darüber hinaus Dinge, die so intim sind, dass ich sie hier gar nicht erwähnen möchte. Dies war nur ein Experiment. Aber alles, was Sie hier gesehen haben, ist genau so passiert. Ja, also nicht, dass Sie das falsch verstehen. Experiment bedeutet nicht, dass es diesen Mann nicht tatsächlich gibt und dass er nicht tatsächlich zuerst gesagt hat, such doch mal. Und dass er dann so erschrocken war, was wir alles gefunden haben, dass wir ihn dann doch wieder anonymisieren mussten. Ja, in der Tat. Ein Mann, der eigentlich wissen sollte, im Übrigen, was... Richtig, jemand, der tatsächlich aus der Internetbranche stammt, der also auch eigentlich weiß, wie man mit dem Internet umgeht, aber der eben dann doch über die Verknüpfung zwischen Person und Pseudonym deutlich mehr Privates preisgegeben hat, als ihm lieb war. Und man muss sagen, mittlerweile, das Experiment liegt ja schon ein bisschen zurück, gibt es noch neuere Möglichkeiten. Richtig, das geht ja noch weiter. Die sozialen Netzwerke, allen voran Facebook, treiben es natürlich auch immer weiter. Der letzte Streich, jetzt auch Gesichtserkennung. Wenn ich das also nicht abstelle, dann können die Leute auf dem Hochzeitsfoto oder auf dem Gästefoto auch gleich noch alle Gäste namentlich identifizieren, können sich also so mühsame Recherchen, wie wir es gemacht haben, einfach sparen, wissen gleich, wer da neben wem am Tisch saß oder ja, wer da mit wem rumknutscht. Man wird ja auch ständig, wenn man das nicht unterbindet, bei Facebook zum Beispiel markiert von anderen Leuten aus irgendeinem Foto, das man vielleicht vorher gar nicht kannte. Das ist die große Gefahr. Man sollte sich klar machen, gerade mit Fotos von anderen Leuten stellt man ja nicht nur sich selber bloß, sondern auch die anderen Leute. Und wenn man die dann auch noch markiert und damit erkennbar macht für die Gesichtserkennung, einem Namen zuordnet, ja, dann wird es irgendwann dann schon sehr unangenehm. Ja. Das sind dann auch die Gründe, die letztendlich in diesem Fall dazu geführt haben, dass da der Mann gesagt hat, das geht mir jetzt zu viel. Die eine oder andere Ex-Frau oder die aktuelle findet es vielleicht nicht so lustig, dass man da die Ex-Frauen findet. Ja, beispielsweise. Zum Beispiel. Ja, danke schön, Herr Schnurer. Nicht nur für diesmal, sondern für immer, meine Damen und Herren. Wir sagen es mal ganz kurz und schmerzlos. Das war die 358. Ausgabe vom CT-Magazin. Und das ist auch die allerletzte. Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit über die letzten fast 8 Jahre. Wir freuen uns, dass Sie so engagiertes Feedback jeweils geliefert haben. Und wir bitten Sie ganz herzlich, um es mal mit Ihren Worten zu sagen, Herr Schnurer, weiterhin Brain 1.0 einschalten, nicht den Maschinen das Denken überlassen. Genau, selber denken und nochmal auch von mir natürlich vielen Dank. Auch an Sie, Herr Schnurer, es war ja recht lehrreich. Ja, ich denke, nach fast 8 Jahren hier kann ich Ihnen verraten, mein Vorname ist übrigens Georg. Oh Gott, dann ist meiner Matthias, Herr Schnurer. Ja, dann. Müssen wir uns jetzt küssen? Um Gottes Willen, nein. Gut. Das wollen wir jetzt nicht so weit treiben. Das ist nur Wasser, Herr Münch, das müssen Sie nicht austrinken. Ist nicht notwendig. Nein, Matthias, das ist... Ja, ach ja, Georg, danke, dass du mich das auch noch gelehrt hast. Was wäre ich ohne dich? Ja, immer noch. Sprich
weiter, der Ton ist schon unten.